der große Fahrradfachmarkt in MV mit der größten Auswahl präsentiert. Den Ratgeber. Urlaub und Fahrradfahren gehören für viele einfach zusammen. Gerade bei reinen Fahrradtouren gilt, Vorbereitung ist das A und O. Das fängt beim Material an. Hallo, guten Tag. Hallo. Und zwar will ich eine Fahrradtour machen. Und stelle mir natürlich die Frage, worauf kommt es dabei an? Also darauf ankommen tut es, wenn Sie gerade eine längere Tour machen möchten, dass Sie ein gut ausgerüstetes Rad haben. Ne? Dass Sie halt hochwertige Materialien verwendet wurden bei Ihrem Rad und Ihr Rad im Gesamten einen stabilen Zustand aufweist. Ne? Eventuell nochmal einen Check machen lassen, eine Durchsicht vorher, dass Sie wirklich ruhigen Gewissens losfahren können und wissen, das funktioniert alles. Des Weiteren wäre es schön, wenn Sie darauf achten, dass Sie eine Federgabel besitzen. Federgabeln haben immer den Vorteil, sie dämpfen härtere Schläge ab. Ne? Packtaschen, so wie in diesem Falle hier, was wir hier stehen haben, haben immer den Vorteil, man kann viel mit transportieren. Sie haben eine Menge Stauraum und sie lassen sich halt auch leicht demontieren und mitnehmen. Wichtig ist auch die Gepäckunterbringung und die Frage, ob Unterkunft oder Zelt. Nicht nur die Hinterachse kann beladen werden, die Tasche am Lenker ist zudem für die Straßenkarte der ideale Platz. Sollte das nicht reichen, bieten Fahrradanhänger den nötigen Platz für Zelt und Co. Vor der großen Tour empfiehlt sich immer eine Beratung. Im Bike Market finden Sie kompetente Ansprechpartner und alles, was Sie zur Fahrradreise benötigen. Bike Market. Zweimal in Rostock, in Schutow und in der Innenstadt auf 1400 Quadratmetern Fläche. Über 2000 Fahrrädern, Werkstattservice, kompetente Beratung, Ersatzteile und Zubehör, Radbekleidung, Rucksäcke, Helme, Brillen, Radschuhe, Handschuhe, Sporternährung und. Bike Market. Informationen auch auf bike-mv.de.